der Lehrwerkstatt der Maschinenfabrik Bernhard Krone wurde seit Mitte Februar an einem Sonderprojekt getüftelt. Für den Verein BELU Uganda-Hilfe e.V. entwickelten Auszubildende eine Steinpresse, die später einmal beim Hausbau in Uganda eingesetzt werden soll. Die fast fertige, aber voll funktionsfähige Steinpresse präsentierten die engagierten Azubis jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs. Ich kenne die Firma Krone schon seit über 45 Jahren. Ich habe Landmaschinenmechaniker gelernt, später Maschinenbau dazu gemacht. Und durch die Landmaschinentätigkeit früher in meiner Lehrzeit, Gesellenzeit, habe ich die Firma Krone kennengelernt. Ich weiß von dem Bernhard Krone, dass er eine Stiftung hat und sehr sozial engagiert ist. Dann habe ich mich an den Herrn Krone gewandt und da gab es keine großen Nachfragen. Es wird gemacht. Und wie Sie es vorhin gesehen haben, ist jetzt ganz hervorragend eine Maschine entstanden. Ja, wir sind in einigen Ländern Afrikas natürlich mit unseren Stroh- und Heupressen sehr erfolgreich und Marktführer. Und als Herr Rickermann mich gefragt hat, ich sollte ihm für Uganda irgendwas helfen, habe ich natürlich, ohne zu wissen, um was es geht, ja gesagt, das war klar. Wir haben ja auch aus diesem Grunde, weil es solche Not gibt in der ganzen Welt, in aktueller Situation sogar unglaublich, haben wir schon vor Jahren die Stiftung gegründet. Das ist keine Stiftung, die das Unternehmen besitzt, sondern das ist eine Stiftung, die anderen Menschen hilft. Und das machen wir gern. Und aus Überzeugung. Ja, also letzten Endes geht es darum, dass wir mit dem Volumenkörper jetzt den Sand bzw. das Pressgut in die Presskammer befördern und dann die Pressklappe darüber schieben und dann über die Pumpe von unten die Pressklappe quasi andrücken und den Stein verfestigen. Und jetzt sind wir ungefähr bei 5,7 Tonnen. Und jetzt sinken wir den Stein ein bisschen ab. Jetzt können wir den Stein eigentlich rausnehmen. Und so sieht er dann fertig aus. Also die Steinpresse, das ist unheimlich wichtig. Diese Steine, die wir herstellen mit dieser Steinpresse, sind erstmal um 50% billiger in der Herstellung. Und dann sind die alle genau gleich und machen keine Umweltverschmutzung. Also es ist eine hervorragende Sache. Es ist so konstruiert bei Krone hier, dass wir die später nachbauen können.